Cordus Mussorgskys Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung hat dieser Videoreihe den Titel gegeben. In drei musikalischen Begegnungen mit Georges Braque stellt der Pianist Alexander Krichel den Werken in unserer Ausstellung hier im Bucerius Kunstforum thematisch korrespondierende Kompositionen von Braques Zeitgenossen gegenüber. Gespielt werden sie auf einem Steinway-Flügel aus dem Jahr 1908. Komplett überholt und restauriert in der Klangmanufaktur Hamburg. Die Promenade, die Mussorgskys Klavierzyklus aus dem Jahr 1874 eröffnet, haben Sie eben bereits gehört. Viele von Ihnen kennen das Werk. Es spielt an auf einen Rundgang durch eine Gedächtnisausstellung mit Gemälden und Zeichnungen von Viktor Hartmann, Mussorgskys im Jahr zuvor verstorbenen Freund. In den einzelnen Sätzen werden die Werke der Ausstellung musikalisch beschrieben. Die Promenade, so Mussorgsky selbst, stelle ihn, den Komponisten, dar, wie er zwischen den einzelnen Exponaten der Ausstellung umherflaniere, um diese zu betrachten. Wir laden Sie ein, mit Alexander Krichel, Katrin Baumstark und mir, durch unsere Ausstellung Georges Braque, Tanz der Formen, musikalisch zu flanieren. Eine Ausstellung mit 80 Leihgaben, größtenteils aus dem Centre Georges Pompidou, die die einzelnen Facetten des Werkes dieses großen französischen Künstlers in allen Facetten betrachtet. Von der fauvistischen Frühphase zur Entstehung des Kubismus bis hin zu den späten, nahezu abstrakten Serien der Nachkriegszeit. Die Auflösung der traditionellen Formen ist in allen Künsten seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein zentrales Thema. Bei Georges Braque führt das zur Entwicklung des Kubismus. Sergei Rachmaninow entdeckt die kleine Form als Instrument großer musikalischer Gesten. Seine Moments musicaux, 1896 im Alter von 23 Jahren komponiert, sind pianistische Minimalismen mit großer emotionaler Sprengkraft. Zentrale Bedeutung gewinnt dort die Stille durch plötzlich eingefügte Pausen zwischen den Phrasen. Sie sind mindestens so wichtig wie das, was dazwischen gespielt wird. Die Schematisierung der Form führte zu einer Fragmentierung des Motivs durch die Simultanperspektive. Der analytische Kubismus, den Georges Braque gemeinsam mit Pablo Picasso von 1909 bis 1912 zum Gipfel der damaligen Kunst führte. Der analytische Kubismus zeichnet sich aus durch eine grau-braune Farbpalette und eine Zergliederung der Gegenstände. Wir erkennen die Details nicht mehr. Es scheint, als würden wir durch ein Prisma schauen. Es ist das Spiel zwischen Platz und Raum, aber auch Leere und Stille.